Ja, Hallöchen und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Disco Elysium. So, wir sind als Inspektor Nobody unterwegs, weil keiner kennt unseren wirklichen Namen, nicht mal wir selber. Und wir haben jetzt in der letzten Folge haben wir mit diesem Barmanager oder wie der sich auch immer nennen mag, gesprochen. Haben mit ihm geredet und jetzt gucken wir mal, dass wir hier mit der Alten jetzt nochmal reden. Hello again, sweetie. I see you met up with your colleague. Sie sieht den Lieutenant an. Der Lieutenant nickt höflich. Oh, Reaktionsvermögen, einfach. Oh. Moment, wer ist hier das Schätzchen? Visuelle Kalkül. Sie betrachtet dich vom Scheitel bis zur Sohle, als ob sie deine Maße nehmen würde. Ihr Interesse an dir ist wissenschaftlicher Natur. Uhu. Wer ist denn hier das Schätzchen? Ja, das ist ja eigentlich klar, oder? Wer ist denn hier das Schätzchen? Why? You are officer. Warum mag die uns? Ich meine, wir sehen aus wie eine wandelnde Leiche. Ich meine, er sieht auch nicht wirklich schöner aus, aber... Ich meine, uns würde ich den Typen nicht als Schätzchen bezeichnen. Ich bin kein Schätzchen. Schauen Sie mich doch an. You are a handsome man, officer. With your moustache and your chiseled jaw. And that silly dimple on your chin. Ah ja. Okay, sie hat komische Interessen, sag ich mal. Mit oder ohne Küchen. Ich bin ein verbitterter Mensch. Die Haare haben ihre Spuren lassen. Ob mit oder ohne Grübchen, ich bin ein verbitterter Mensch. Die Jahre haben ihre Spuren hinterlassen. Take heart, Officer. You're still a man in your prime. In den besten Jahren? Ich meine, der sieht aus, als wäre er mindestens 50. Wahrscheinlich sogar älter. Wenn er jetzt 20 ist, dann fress ich einen Besen. You must forgive me. I'm getting so scatterbrained, I completely forgot to introduce myself. Ja, das wäre doch mal ganz gut. Aber außerdem steht ja hier Lena, Frau des Kryptozoologen. I'm Lena. My husband Morel and I are staying with our friend Gary just down the street. But I come here for tea when they're away. Als sie lächelnd zu dir aufschaut, funkeln ihre Augen über ihren Brillenrand. Oh. Korpsgeist? Erfolgreich? Was ist denn Korpsgeist? Diese Lena ist exzentrisch genug für die kunterbunte Crew. Du solltest sie sofort rekrutieren. Was? Bitten würden sie gerne mitrollen. Ne? Nee, das machen wir nicht. Ja gut, das ist ja offensichtlich, dass sie in einem Rollstuhl sitzt. Wobei, das ist ein elektrischer Rollstuhl, wenn ich das richtig sehe. Hier ist so ein kleiner Joystick dran. Könnte das sein? Na gut, hier unterm Sitz könnte durchaus ein Motor sitzen. Weiß nicht. Oder es ist einfach nur eine Klingel. Ich weiß nicht, ob sie es bemerkt haben, aber ich habe nicht die geringste Ahnung, wo ich bin oder was ich tue. Ich weiß gar nichts. Beunruhigt folgt ihr Blick deinen Bewegungen. Ja, Officer. Sie wirken tatsächlich ziemlich verwirrt. Wie ein verdutzter Fuchs. Aber so stimmen kann es doch nicht sein. Kann es doch sicher nicht sein. Ja, ich hoffe, dass sie recht haben. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist. Sie wissen aber doch wenigstens, wo wir sind, oder? In der Cafeteria, das... Warte mal, ich gucke mir das mal her, wie so eine Rivatschol in Solinde, ich weiß es nicht genau, in einem schäbigen Hotel, in der Kriegszone am Ende der Welt. Nein. Okay, in der Cafeteria Whirling in Rex, das habe ich an meinem Schlüssel abgelesen. Genau, und wo befindet sich die Cafeteria in Whirling Rex? In Rivatschol ist das. Wir sind an der sogenannten städtischen Küste. Aha. Ne, Rivatschol ist das, glaube ich, hier. Ja, so ist es. Wir befinden uns in der schönen Stadt Rivatschol. Gut, nichts über Rivatschol. Was ist denn? Ne, das lassen wir jetzt mal. Okay. Ja, und Rivatschol? Ja, und Rivatschol, sie testet dich.
Sie will echt noch mehr wissen? Ja, ich weiß nur, dass Rivertul in den 30ern echt cool war. Die neue Zeit, tanzen zur Disco-Musik. Es kommt mir vor, als ob das in einem anderen Leben gewesen wäre. Ihre Augen reflektieren ein Leuchten, das von diesen goldenen Jahren ausgeht, als die Stadt so verheißungsvoll schien. Es hat sich viel verändert, aber diese Stadt ist immer noch die schönste weltweit. Ein seltenes Juwel, eingefasst in den Sand zwischen den Kiefern. Alle sagen das, sogar Ausländer. Die mal diese Ausländer! Es entsteht eine Pause, als sie deinen Gesichtsausdruck studiert. Du musst sehr verloren wirken. Apropos Geschichte, Sie wissen, welches Jahr wir schreiben, oder? Was ist das früher? Sie haben Untergang gejahren. Es ist ein schlimmes Jahr und ich bin Ende 40 oder über 50. Ich weiß nicht einmal, wie alt ich bin. Ich glaube, ich erinnere mich, dass es irgendwas mit 51 war. Es war ein sehr kleines Jahr. Kugelschreiber. So ist es, mein Lieber. Ausgezeichnet. Hier nehmen Sie diesen Stift. Wissen sollte immer belohnt werden. Mit einem Stift. Gegenstand gewonnen. Kugelschreiber. Freundlicher grüner Affe. Okay. Beherrschung. Ihr ist die Erleichterung anzumerken. Eine Weile hat sie sich ziemlich Sorgen um dich gemacht, aber jetzt entspannt sich ihre Schultern. Okay, sehr schön. Ich merke schon, dass das sehr anstrengend für Sie ist. Deshalb habe ich nur noch eine Frage für Sie. Unter welchem Regime leben wir? Was ist unsere Regierungsform? Okay. Vielleicht so etwas wie eine Demokratie? Nee, ich bilde mir gern ein, dass es eine Diktatur des Proletariats ist, aber ich habe das Gefühl, dass das nicht stimmt. Unsere Anführer sind starke Krieger, die auf Rössern über die Ebenen reiten. Die Zivilisation liegt uns zu Füßen. Wir werden beherrscht von intelligenten Maschinen, die mit Kalkulationen den freiesten Markt ermitteln. Alle machen ihre Geschäfte und klotzen ran, wie knallharte Visionäre es tun. Die Menschen werden mit Hilfe von Funkgeräten manipuliert, die unsere Wahrnehmung der Realität verzerren und die wahren Herrscher verbergen. Ausländer und Frauen. Wie keine Katzen? Ich dachte, Katzen sind doch die wahren Herrscher. Nee, Demokratie ist es nicht. Aber das weiß ich. Also das hier ist also die sinnvoll, also die Antwort, die meiner Meinung nach am logischsten noch erscheint. Weil es ist ja so eine eher Diktatur, glaube ich, hier so ein bisschen. Weil eine Polizei gibt es ja auch nicht so richtig. Das sind ja keine echten Polizisten. Das sind ja eher so, ist ja diese Miliz quasi oder sowas. Deswegen machen wir das hier einfach mal. Ach, Schätzchen. Sie schenkt dir ein trauriges Lächeln. Das stimmt wirklich nicht. Es gab Leute, die so dachten. Andere Leute, die solche Sachen wollten. Aber die sind alle ausgestorben. Revachol ist eine sogenannte kontrollierte Zone. Es untersteht einer Allianz ausländischer Mächte, die als die Koalition bekannt ist. Wir haben so gut wie gar keine eigene Regierung und mit Sicherheit keine Diktatur des Proletariats. Okay, dann wäre doch tatsächlich die Ausländischen und Frauen eher richtig gewesen. Rhetorik. Oh. Aber Bullen gibt es immer noch. Wenn es keine Regierung gibt, warum gibt es dann Polizisten? Oh je, sie schüttelt mit dem Kopf plötzlich sehr besorgt. Und es lief gerade so gut. In Rivertul gibt es keine Polizisten, nicht im üblichen Sinne. Seit der Revolution ist der Status des Gesetzesvollzugs eine komplizierte Angelegenheit. Ja, ich meine, sie weiß mehr als ich, aber ich meine, Alkohol ist ja auch nicht gerade gesund. Aber das genügt für heute, Schätzchen. Sie sehen aus, als ob sie eine Pause gebrauchen könnten. Und außerdem bin ich nicht die Richtige, um jemanden die großen Zusammenhänge zu erklären. Komm, jetzt möchte ich wenigstens wissen, wie ich mich geschlagen habe in ihren Augen. Bis kurz vor Ende ist eigentlich ziemlich gut. Sie scheinen wirklich Probleme zu haben, sich zu erinnern. An Geschichte, an Orte, an die Realität, wenn man so will. Es ist sehr seltsam. Als würde er von jemandem gesteuert werden, der nicht Teil dieser Welt ist. Komisch. ein Seufzer. Der Lieutenant steckt die Nase in sein Notizbuch. Aber vielleicht ist es das, was die Welt braucht, eine frische Perspektive. Und ich bin natürlich kein Arzt, aber solche Amnesieanfälle sind meist vorübergehend. Ich würde mir an ihrer Stelle also nicht zu sehr den Kopf zerbrechen. Na gut, dann schließen wir das Thema jetzt mal ab. Wer könnte mir denn mehr erklären? Jemand, der mehr über die großen Zusammenhänge weiß. Fragen Sie am besten... Sie wendet sich an den Lieutenant. Nein, er schaut weg.
Ich bin keine Enzyklopädie und ein Stadtführer bin ich auch nicht. Ich bin ein Ermittler. Du siehst aus wie so ein Typ, der in so einer Werkstatt arbeitet. Auf der Heiken erfahre die ungeschminkte Wahrheit. Ah, über die Realität. Natürlich, sie wendet sich an dich. Dann weiß ich es nicht. Vielleicht jemand Reiches, wohlhabende Menschen haben Bildung genossen, obwohl ich nicht weiß, wo sie in Martinez eine wohlhabende Person finden könnten. Reaktionsvermögen, erfolgreich. Ein guter Punkt, hier hängen nicht gerade viele reiche Leute rum. Ja gut, wir gehen jetzt mal. Natürlich, mein Liebster, viel Glück mit Ihrem Fall. Sie winkt zum Abschied. So, dann gehen wir jetzt mal durch die Tür. Die meisten Leute gehen um 21 Uhr oder kurz danach ins Bett. Nachts ist auf den Straßen wenig Bewegung. Ab 2 Uhr schlafen alle. Okay, ich trinke einen Schluck. Okay, wir sind draußen. Können wir raussuchen? Na, gucken wir mal. Was haben wir denn hier drin? Sand? Dieser Schubkarre schmilzt einen Schneehaufen vor sich hin. Ah ja, stimmt, das ist winterlich hier, klar. Was mit dem Typen hier? Eine Frau? Oder eine BRCM in Martinez? Oh mein Gott. What can I help you with? Die BMR in Martinez? Die junge Frau sieht zu dir hoch. Wie kann ich Ihnen helfen? Ah, ich habe ein paar Fragen an Sie. Of course. Natürlich. What can I help you with? Wer genau sind Sie? Ich? Ich bin nur eine Gärtnerin. Wie, ich sehe keinen Garten? Sie verbirgt es zwar geschickt, aber unter dem Schweiß und Dreck ist noch etwas anderes in ihrer aufrechten Körperhaltung. Schön, Sie kennenzulernen, nur eine Gärtnerin. Eine weitere Frage. Ja, aber ist mir eigentlich egal, was in ihr steckt. Die wird zu dem Fall eh nichts beitragen können. Lassen Sie sich von mir nicht aufhalten. Sie wischt sich mit den kanariengelben Handschuhen über die Stirn. Mechanik. Wenn sich dort ein Toter befindet, wirst du diese Handschuhe für die Leichenschau brauchen. Da hat Mechanik schon irgendwo recht, ne? Aber ich glaube, für die Leichenschau, vor allem diesen voller Dreck, so, nee. Da wäre ich schon irgendwas anderes finden. Zur Not krabbt sie da mit den Händen drin rum. Weiter raussuchen können. Oh, vorne. Ah, komm, wir gehen jetzt erstmal nach hinten. Da ist ja dieses Loch, wo die ganze Armee, dritte Armee durchreiten könnte. Was haben wir hier? Das ist ein Mülleimer. In Mülleimern werden ja manchmal Beweise versteckt. Es liegen Flaschen darin. Hättest du eine Tüte, könntest du sie einsammeln. Nein. Rue de Son Gislaine 8b. Okay. Ne, die Tür ist hinter Gittern versperrt. Gucken wir uns das mal an. Wahrnehmung sehen. Du erkennst Reifenspuren in dem braunen Matsch, der das Mosaik des Platzes bedeckt. Ja, das stimmt. Du rekonstruierst die Fahrt. Das ist schon mal ganz interessant. Erfolgreich. Okay. Ist Uhr angekommen, rückwärts zu fahren und hat hier gewendet. Na, der wollte vielleicht. Wobei, wenn er so angekommen ist, hätte er auch so fahren können. Die Reifenspuren wurden hier bei einem unbekannten Vorfall vor ein paar Tagen hinterlassen. Sie sind eine Nachricht, verfasst in der Sprache von verbranntem Gummi. Rückwärtsfahrt heißt ja so, das heißt, ist er mit der Schnauze. Achso, der ist hier bestimmt der ist vielleicht von hier unten von der Straße. Der ist hier angekommen oder so, wollte rechts abbiegen. Dachte, weil dann, dass da eine Straße ist. Ne? Ist dann rumgefahren. Durch den Schnee kam er nicht zum Halt, ist dann hier gegengefahren und dachte sich, ach dann wende ich einfach hier und fahr weiter. Wobei, ist das Auto nicht sogar. Wobei, es sieht irgendwie kaputt aus, aber ist schwer zu sagen. Etwas von dem Gummi haftet an den Fliesen vor dem Whirling in Rex. Dies ist der Ausgangspunkt. Dort fuhr der Fahrer los. Und dann beschleunigte er direkt in den Zaun hinein, ließ ein Loch zurück, das laut dem Cafeteria-Manager groß genug für die franco-negrinische Kavallerie sei. Dann fuhr der Fahrer rückwärts auf dem Hof, drosselte kaum sein Tempo, bevor er das angrenzende Gebäude rammte. Er hat hier gerammt? Das angrenzende Gebäude? Das wurde, glaube ich, nicht gerammt. Also jedenfalls nicht kaputt aus hier. Und in Richtung Süden davon fuhr er. Er muss es eilig gehabt haben.
Steht das in Verbindung mit dem Fall? Ach, hier ist... Ist es das hier, das Auto? Weil es sieht aber nicht kaputt aus. Sieht irgendwie nur aufgenutzt aus. Fragen wir mal. Visuelles Kalkül, ob das mit dem Fall zusammenhängt. Ich bin mir nicht sicher. In Martinez gibt es ständige Verkehrsunfälle. Und dann auch noch dieser Stau gleich hier am Kreisverkehr. Ich würde beides getrennt behandeln. Du könntest den Spuren Richtung Süden folgen, wo es einen Kanal zu geben scheint. Mal nachsehen, wo sie hinführen, wenn du die Zeit dafür findest. Ein Auto ist durch den Zaun gefahren. Oh, wir haben 5 Erfahrungen gewonnen. Nice. Sie haben recht, diese Stadt ist eher motorwagenfreundlich. Ja, ich glaube, ich habe es verstanden. Ende. Was ist auf dem Schild hier? Können wir auch mal gucken. Was steht denn da? Elektronische Türklingel. Auf einer alten Gegensprechanlage mit einer Reihe von Klingelknöpfen sind alle im East Delta Gewerbezentrum ansässigen Firmen aufgeführt. Ah, okay, jetzt kann ich irgendwelche Filme hier an. Tierprep verbrunnen. Ein Teil des Schildes ist verbrannt. Unbeschriftete Schild, Hauptraum. Oh, das gehört hier zur Cafeteria. Oder zum Hotel. Na ja, gut, lassen wir das mal erstmal dabei. Haben wir hier irgendwas aufgenommen? Ah, hier ist der Kugelschreiber. Ein Kugelschreiber mit einem grünen Affenkopf. Der Affe hat seine Augen geschlossen und einen freundlichen Ausdruck im Gesicht. Er scheint zu meditieren. Gott. Der kostet einen Dollar oder einen Real 35. Nicht schlecht. Können wir den hier wenigstens mit anstecken? Ich meine, unsere Jacke? Nee, das ist keine Tasche. Sonst hätte man hier in so eine Tasche den Stift reinstecken können. Naja, gut. Nee, es geht nicht. Kann man nichts mitmachen. Schade, schade. Erfahre die ungeschminkte Wahrheit über die Realität. Du kannst deine Ahnung, wo du bist. Lena hat dich ermutigt, andere darum zu bitten, dir die Welt genau zu erklären. Du könntest es bei jemandem Reichen probieren. Reiche Leute sind gebildet. Kann ich nicht selber hier sowas machen? Nö. Ja, gut, dann nicht. Okay, dann gehen wir jetzt mal zum Tatort. Endlich mal. Oh, da ist ein Kind. Ist das Kind derjenige, der den Mord begangen hat? Kuno's got this! Das Kuno kommt klar. Der Junge, der Steine auf die Leiche wirft, kann nicht älter als 12 sein. Konzeptbildung. Dieser Satansbraten ist der Prototyp eines hässlichen Kindes. Seine Hässlichkeit könnte man schon fast als exquisit bezeichnen, wie ein Kobold. Der ist wirklich hässlich. Der könnte fliegen mit den Ohren. Oh yeah! Napakumpi Kuno! Sauber Napakimpi Kuno. Ist das ein Name? Ist aber kursiv geschrieben. Vielleicht ein Eigenname für irgendwas anderes. Vielleicht so eine Art Beleidigung, so eine andere Sprache. So ein typischer Kinderslang. Vielleicht so was Positives. Gut gemacht. Sowas wie ein gut gemacht in Kindersprache. Schreit das andere Kind hinter dem Zaun. Hey Kleiner, wir müssen reden. Polizeiliche Angelegenheiten. Right in the dick, Kuno! Get him right in the dick! Die Kinder ignorieren dich. Love it in the dick! Ach, Schwuchteln. Könnte sein. Jetzt sagt die sagen, schreiben hier voll auf den Dick, Alter. Voll auf den Dick. Oder in der Fall wird hier geschrieben, voll auf den Schwanz, aber Schwuchteln wird dann rausgeäxt. Wollen's immer auf den Schwanz. Ah, ja. Wahrnehmung sehen, einfach erfolgreich. Der Junge schwitzt stark, seine Augen sind wie zwei schwarze Löcher und sein Kiefer zuckt, als ob er sich vom Imperium seines Körpers losreißen möchte. Augenblick mal, was bedeutet das? Offensichtlich ist der Junge zugedröhnt. Ah, hier. Hör auf, dich an meinem Tator zuzudröhnen. Fuck that, Kuno! Right in the mouth hole! Gib der Schwuchtel so richtig, Kuno! Direkt ins Maul! Ah, ja. The shit himself! Die Schwuchtel hat sich vollgeschissen! The rake, Kuno! Den Rechen, Kuno. You should throw the rake at him, Kuno! Kuno know what a rake is? Kuno's not a gardener!
Rosche reich ist? Kuno hat keinen Plan, was ein Rechen ist. Kuno ist kein Gärtner. Nee, auf Drogenkur mit denen würde ich jetzt nicht gehen. Ach komm, Kim soll sich mal darum kümmern. Kim, was sollen wir machen? We shouldn't do anything. I don't tempt such forces. Was für Naturgewalten? Rhetorik. Die Sprache, die diese Kinder benutzen, das reine, entfesselte S. Mit diesen Geschöpfen lässt sich nicht vernünftig reden. Wäre ich jetzt stark, hätte ich dann die Option, dem Kind einfach eine zu klatschen? Okay, ich kann mir ja gucken, dass ich mich wieder auf sein Niveau herabgebe, ja. Vielleicht geht das jetzt so. Junge, willst du abhängen? Ich bin kein Drogenfahnder. Fuck no! Kuno doesn't buy that shit! Fucking entrapment shit! Reaktionsvermögen, wie aus der Pistole geschossen. Dieser Junge ist echt gewieft. Oh mein Gott. Seid ihr Kindergeschwister? The fuck are you talking about? Er wirft einen weiteren Stein. Hier sieht er sogar normaler aus als hier. He's calling us f***s, Kuno. He says we're fucking each other. Er sagt, dass wir miteinander ficken. Okay. Hör mal, ich habe ein paar Fragen an dich. Alright, entertain the Kuno. Show me what you got. What you got there? What you got, huh? Show me what you got. Auge-Hand-Koordination. Der Junge bewegt seine Hand wie ein schnell dribbelnder Basketballer. Ich denke mal, dass das Kuno ist. Das ist mir eigentlich relativ egal, wer von den Kuno ist. Dieser Tatort spielt die Kinder oft in diesem Hof? Genau, Bollenschwein. Hier spielt Kuno mit seinen kleinen Töff-Töff-Eisenbahnen. Was willst du darüber wissen? Vielleicht habe ich dazu später noch Fragen. Reden wir jetzt erstmal über was anderes. Okay, von mir aus. Kuno ist Kuno scheißegal. Er spuckt über seine Schulter und sieht dann wieder zu dir hoch. Die Leiche, was weißt du über sie? Scheiß viel, Bulle. Was willst du wissen? Erzähl dem Schwein den Scheiß, Kuno. Rexungsvermögen. Das ist der Moment, wo du ihm schnell ein paar Fragen stellst. Echte Bullenfragen. Wie ein Bulle. Wer das ist, wird er wahrscheinlich eher weniger wissen. Vor allem so zugedröhnt, wie er ist. Ja, aufgehangen. Das ist so interessant. Hast du jemand Verdächtiges gesehen? Nur ein paar Bullenschweine, die im Dreck gewühlt haben. Auf Kuno wirkt das ziemlich scheiß verdächtig. Ja, Mann, erzähl's dem Fegeri, Kuno. Weißt du, wer er war? Kuno ist Saftsack, er hebt seinen Stein auf. Kuno benutzt den Saftsack als Zielübung. Ja, er versucht zu verschleiern, dass er es nicht weiß. Okay. Du weißt also überhaupt nichts. Kuno weiß eine Menge Scheiß. Kuno ist bloß kein Anschwärzer. Das ist alles. Er schüttelt sichtlich beleidigt den Kopf. Willst du wohl, dass der große Kuno in dein Bulletophon trällert? Okay, weißt du, wie er da hingekommen ist? Wahrscheinlich raufgeklettert. Als die Scheiße passiert ist, hat Kuno woanders zu tun gehabt. Du hast also nicht gesehen, wie es passiert ist? Du hast Kuno gehört. Kuno ist nicht mal in Martinez gewesen. Auch nicht in Rivard Scholl. Er plustert sich auf. Kuno ist nicht in der Gegend gewesen. Schauspielkunst. Die Stadt ist zu groß, als dass er sich hätte verlassen können. Aber hier ist er auch nicht gewesen. Also wo? Oh, ach so, wo ist... Du hast die Stadt nicht wirklich verlassen. Wo warst du? Hab's dir doch gesagt, Bullenschwarte. Kuno kommt rum. Kuno ist an Orten gewesen, die du dir nicht mal im Traum vorstellen kannst. In Meske oder was weiß ich, irgendwo anders. In Night City. Kuno ist in Night City gewesen, verdammt. Okay, Night City, sehr gut. Hast du auch ein paar Implantate? Enzyklopädie, ein Night City gibt es nicht. Dachte, das ist falsch, es gibt Night City. Die hätten mal Cyberpunk spielen müssen. Das hört sich an wie der Name einer Stadt aus irgendeinem Science-Fiction-Groschenroman. Ja, komm, jetzt würde ich aber wissen, wo liegt Night City?
Kuno gibt diese Information nach dem Prinzip Kenntnis nur bei Bedarf raus. Und du hast keinen Bedarf. Er zieht die Nase hoch. Kuno hat den Sklaven nicht abgeknipst, wenn du das gemeint hast. Danke, Kuno. Einen Namen kannst du jetzt von der Liste streichen. Kuno. Ja, machen wir später weiter. Reden wir jetzt über etwas anderes. Du stellst hier Kunos Geduld auf die Probe. Zieh ab, Schwuchtel. Ich will mir die nochmal übernehmen. Ich habe weitere Fragen zum Tatort. Weiß ich, das ist Kuno in meinen Augen, oder? Ich muss das einfach fragen. Wer ist Kuno? Kuno ist Kuno, Bulle. Der Junge zeigt mit beiden Daumen auf seine Brust. Das ist er. Die Ähnlichkeit ist schwer zu sehen. Immer heißt es Kuno, nie ich. Der Junge benutzt die Perspektive der dritten Person offensichtlich als Schutzschild. Ja, das habe ich mir tatsächlich auch schon gedacht. Ich glaube, mit Logik komme ich bei den Kindern eh nicht so weit. Jo, liebe Leute, ich würde an der Stelle jetzt erstmal sagen, das Gespräch führen wir in der nächsten Folge fort, denn sonst ist die Folge zu lang. Ganz einfach. Also bis zum nächsten Mal. Cheerio.